Der neu errichtete Campus des DFB, das Herzstück des deutschen Fußballs. Hightech, Wissenschaft und Innovation auf 55.000 Quadratmetern. Impulsgeber und Brückenbauer für den Weg zurück an die Weltspitze. Doch fußballerische Klasse alleine reicht heutzutage nicht mehr aus. Nicht zuletzt geht es auch darum, gesund zu bleiben bzw. schnell wieder gesund zu werden. Immer mehr Spiele, immer mehr englische Wochen. Dazu noch eine WM im Winter bei Temperaturen von über 30 Grad. Wir fragen nach bei den Experten der DFB-Akademie, wie das alles zu schaffen ist. Hi Alex. Hallo Kono. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Ja, wir sind jetzt hier im Fitnessbereich. Das ist quasi der Raum, wo es abgeht, wenn die Nationalspieler wie Gnabry, Havertz, Müller da sind. Dann wird hier Fitness, Athletik, Regeneration gemacht. Ne? Genau, alle die Punkte, die du angesprochen hast, finden hier statt. Insbesondere auch die unmittelbare Trainingsvorbereitung. Das heißt, auch von der Planung her war es so angedacht oder ist es so angedacht, dass die Spieler, die sich umziehen in den Umkleiden, die wir dort drüben haben, dann direkt hier rüberkommen können in diesen Raum, wo sie ihre verschiedenen Vorbereitungsübungen, präventive Übungen, Dehnübungen, auch eine Voraktivierung am Fahrrad machen können, sich so vorbereiten, dass sie optimal bereit sind für das Training, um dann mit einem kurzen Weg hier raus aus der Tür direkt am Platz zu stehen, wo dann das Mannschaftstraining dann direkt losgehen kann. Sehr spannendes Thema, Athletik und Fitness, gerade im Jahr 2022. Da steht er ja in Bezug auf Katar vor ganz besonders großen Herausforderungen. Was ist vielleicht die größte? Ist es diese Umstellung, jahreszeitmäßig, aber auch klimatisch? Es ist eine sehr, sehr große Umstellung vom Zeitpunkt her, weil es zum ersten Mal ein Turnier ist, was mitten in einer Saison stattfindet, ohne komplette Vorbereitung, ohne Pause dazwischen. Das heißt, die Spieler kommen aus sehr, sehr hohen Belastungen in diese hohe Belastung der Weltmeisterschaft. Und das ist eine sehr, sehr große neue Herausforderung. Also noch sehr viel zu tun für euch bis November, Dezember? In der Planung sehr, sehr viel zu tun, aber wir sind sehr, sehr optimistisch, dass uns das gut gelingen wird. Danke. Wir reden jetzt hier im Zusammenhang mit der DFB-Akademie auch über die Rückkehr zur Weltspitze. Ne? Aber für Weltspitze reicht ja gut Fußballspielen alleine nicht mehr aus. Also dieses Gesundbleiben bzw. schnell wieder gesund werden. Aus deiner Sicht, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, dieser Aspekt? Ja, die Herausforderung in dem Gesundbleiben ist größer geworden, weil die Anzahl der Spiele größer geworden sind. Also die Gesamtbelastung auf die Spieler ist sehr, sehr groß geworden. Das heißt, die Bereiche Regeneration und auch die Planung und Steuerung der Belastung sind deutlich, deutlich mehr in den Fokus gerückt als früher. Unterstreiche ich auch nochmal die Wichtigkeit eurer Arbeit, also dass der Fokus im Spitzensport immer mehr dahingehend ist, wir brauchen Experten, die sich wirklich individuell um Spieler, Spielerinnen kümmern können, weil einfach eine natürliche Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Vielleicht sogar manchmal man schon drüber ist. Ja, das mit dem drüber kann man vielleicht ein bisschen dran erkennen, dass die Verletzung an den Verletzungszahlen, die sind auch in den letzten Jahren immer kontinuierlich leicht angestiegen, so ein bisschen parallel mit der zugenommenen Belastung. Das heißt, man kann schon sagen, wir sind schon im oberen Bereich. Das heißt nicht, dass sich alle Spieler sofort verletzen, aber die gestiegene Anzahl der Verletzungen macht schon ein bisschen was aus. Und was vor allem, was ein bisschen auch meistens im Hintergrund ist, aber was auch bei der Belastung sehr, sehr wichtig ist, ist durch die ganzen Spiele, die ganzen Reisen, die die Spieler dann machen müssen. Nicht, dass die Reise an sich das Anstrengende ist, sondern ich habe wieder einen Wechsel in meiner Schlafumgebung. Ich schlafe wieder in einem anderen Hotel, was meine Regeneration jetzt nicht optimal fördert. Dann habe ich wieder einen Punkt, dass ich eventuell Abendspiele habe. Das heißt, es bringt meinen Rhythmus durcheinander. Und ich kann nach einem Spiel durch das ganze Adrenalin, was ausgeschüttet wird, auch sehr, sehr spät erst einschlafen. Das ist wie ein kleiner Jetlag, den ich mir jede Woche dann bei Abendspielen dann hole. Und durch dieses Durcheinanderbringen des Rhythmus ist auch die Regeneration gestört. Und durch die hohe Anzahl der Spiele in Kombination sorgt das natürlich für eine erhöhte Gefahr, wo man noch mehr Fokus auf die Steuerung der Belastung, noch mehr Fokus auf den Bereich Regeneration dann legt. Ja, das ist ja das Jahr 2022 ein Paradebeispiel. Ne? Völlig neue Situation für alle. Ja. Wir haben eine WM im Winter, dann aber noch Temperaturen über 30 Grad, generell ganz andere klimatische Bedingungen. Im Vorfeld sieht man schon jetzt, die englischen Wochen nehmen zu, die Belastung nimmt zu. Was ist die besondere Herausforderung für euch im Blick auf Katar? Genau das, was du gesagt hast, der Zeitpunkt und dass man
jetzt noch keine Erfahrung hat mit diesem Zeitpunkt der WM und auch mit dieser Vorbelastung. Weil in der Regel war es so, auf ein Turnier hin sind die Spieler nach der Saison erstmal in einen Erholungsurlaub gegangen und danach startete die Vorbereitung auf das Turnier. Das heißt, hohe Belastung durch die Saison, haben dann die Spieler die Möglichkeit gehabt, sich zu erholen und konnten sich dann langsam auf das Turnier vorbereiten und waren dann topfit beim Turnier. Die Schwierigkeit jetzt, wie du es angesprochen hast, bei den englischen Wochen, wir haben das mal angeschaut in der Bundesliga, von den 10 Wochen, die vor Katar stattfinden, werden 9 englische Wochen sein. Das heißt, diese Vorbelastung vor einem Turnier hatten wir so auch noch nicht. Das heißt, wird umso mehr den Fokus betreffen, auch in Katar, in diesen 10 Tagen, die wir vom letzten Bundesligaspieltag zum ersten WM-Spiel haben, dass wir die Spieler frisch bekommen von diesen ganzen englischen Wochen, fit halten und gucken, dass sie dann trotzdem bestmöglich auch vorbereitet sind durch das Training in der Nationalmannschaft selbst. Nun sind ja die Spieler, wenn sie nicht gerade mal bei euch sind, kürzlich waren sie ja mal hier in der Akademie, in den Vereinen sehr gut versorgt. Mhm. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Also dieses Zusammenwirken hier von der Akademie zu den Clubs, wie geht das Hand in Hand, gerade in so einer wichtigen Phase wie jetzt? Ja, das geht nur durch eine sehr, sehr gute Kommunikation. Das heißt, wir sind da im ständigen Austausch, dass wir auch den Überblick haben, wie geht es den Spielern, wie sind sie gerade belastet. Werden dann außerhalb der Maßnahmen, haben wir auch mit dem Trainerteam um Hansi Flick herum oft Workshops, wo wir dann Maßnahmen vorbereiten, wo diese ganzen Informationen, die wir auch von den Vereinen bekommen, dann da einfließen, dass der Bundestrainer die bestmöglichen Informationen hat, um dann seine Entscheidung zu treffen, wen nominiere ich nicht, wie gehen wir bei den Maßnahmen selbst vor, wie planen wir für jeden einzelnen Spieler die Belastung, muss ein Spieler ein bisschen mehr rausgenommen werden, muss ein Spieler vielleicht etwas mehr machen. Das sind alles Punkte, die dann außerhalb der Maßnahme passieren. Und um diese Kommunikation, die häufig dann individuell stattfindet, dass wir Vereinsbesuche machen, das heißt auch zu den Vereinen fahren, mit den Kollegen dort sprechen über verschiedene Strategien, wie die Vereine fahren mit den Spielern, versuchen wir auch die Vereine zusammenzubringen. Wir hatten kürzlich vor ein paar Wochen ein Meetup hier, wo wir die Kollegen der Bundesliga eingeladen haben zu einem Fitness-Meetup. War auch super, dass alle Vereine der ersten Liga gekommen sind. Mit einem super Austausch, wo es darum ging, wie gehen wir mit dieser Situation Katar um, wie gehen die Vereine auch um mit der Situation, dass die plötzlich eine ganz lange Pause in der Saison haben, was für die Vereine auch neu ist. Und das sind dann ganz interessante Diskussionen und das ist dann auch Teil unserer Arbeit, dass wir versuchen, diese Informationen quasi von den Vereinen auch zu uns zu bringen und auch eine Plattform stellen, wo die Vereine sich austauschen können. Ich glaube, unterm Strich steht, man ist schon gefühlt sehr an der Grenze, was Belastbarkeit von Sportlerinnen und Sportlern angeht. Ja. Was sind denn so die bahnbrechendsten Erkenntnisse jetzt im Trainingswissenschaftsbereich, Athletik, Fitness, die dazu geführt haben, dass Spielerinnen und Spieler auf so einem Niveau überhaupt so belastbar geworden sind? Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie sagen kann, dass es eine Sache gibt, die jetzt besonders da heraussticht oder irgendwie einen bestimmten Gamechanger. Das entwickelt sich durch die Evolution insgesamt des Spiels. Also das Spiel ist immer intensiver geworden durch die noch besseren taktischen Maßnahmen, die Trainer treffen, noch mehr Aufgaben, die Spieler auf ihren Positionen bekommen. Dadurch wird das Spiel an sich intensiver. Aber der Körper gewöhnt sich ja auch an diese höhere Belastung. Das heißt, und jetzt muss die Erkenntnisse, die wir dann aus der Wissenschaft nehmen, was Belastung und Erholung angeht, zu sagen, okay, wenn jetzt die Spiele intensiver geworden sind und auch mehr, dann müssen wir vielleicht in den anderen Bereichen nicht noch mehr trainieren, sondern eventuell irgendwo auch Belastung wieder rausnehmen, um dieses Zusammenspiel von Belastung und Erholung bestmöglich hinzubekommen. Heißt aber auch, dass wir in den Vorbereitungsperioden, wo dann auch darauf vorbereitet werden muss, auch einen stufenweise Aufbau dieser Belastung, die ich dann später brauche, auch stattfindet. Dass man jetzt nicht anfängt, von 0 auf 100 sofort loszulegen, sondern auch den Körper an diese Belastung gewöhnt, um dann bestmöglich auch vorzubereiten für die Aufgaben, die ich dann im Spiel und im Training dann habe. Seid ihr als Fitness- und Athletiktrainer eigentlich auch sowas wie Regenerationscoaches? Weil, du hattest schon erwähnt, Schlaf ist sehr wichtig. Ja. Ne? Schlaf verlangt ja auch eine Disziplin. Ja. Das heißt, ich zocke nicht bis 2 Uhr in der Playstation oder so, sondern ich gehe früh ins Bett, gucke, dass ich lange schlafe. Wie viel nimmt das jetzt mittlerweile Raum ein? Bei unseren Nationalmannschaftsmaßnahmen sehr, sehr viel. Wir sagen immer scherzhaft, dass wir so rein von der Terminologie gar keine Fitnesstrainer sind, sondern eher frische Trainer, wenn wir mit den Mannschaften unterwegs sind, weil wir uns sehr, sehr stark um diesen Bereich Regeneration kümmern. Und dadurch, dass die Spieler häufig in der hohen Belastung zu uns kommen und auch beim DFB dann 2 oder 3 Länderspiele anstehen in normalen Maßnahmen, beim Turnier ja noch mal mehr, dass wir uns dann sehr, sehr stark darauf fokussieren, dass wir die Spieler nach der Belastung im Verein so frisch wie möglich bekommen für die Länderspiele und zwischen den Länderspielen natürlich auch sie regenerieren lassen, aber auch so wieder auf Spannung bringen, dass sie höchstmögliche Leistungen dann auf dem Feld zeigen können.
So, Kuno, das war jetzt aktive Regeneration, was hier gemacht wird, also auf dem Spinningrad und mit Gewichten und so weiter. Jetzt gehen wir zur passiven Regeneration. Also wir haben ja schon vorhin über den Bereich Schlaf gesprochen. Das ist also der wichtigste Teil der passiven Regeneration. Zusätzlich gibt es noch passive regenerative Maßnahmen, die das alles noch unterstützen können, wie das vorhin auch schon angesprochene Eisbecken, aber auch Sauna, Dampfbad und diese Geschichten gehören da auch zu dem Bereich der passiven Regeneration. Das Geräusch gefällt mir schon mal. Hört sich an, als würdest du direkt an einem Bachlauf stehen. Hat schon was Meditatives. Genau. Kuno, passive Regeneration. Lass mich raten, Ermüdungsbecken und Kältebecken? Genau. Das sind die zwei Becken, die wir hier in unserem Regenerationsbereich haben. Für unterschiedliche auch Bedürfnisse der Spieler. Dem einen Spieler tut nach der Belastung ein Kältebecken sehr, sehr gut. Dem anderen Spieler tut vielleicht ein warmes Ermüdungsbecken auch gut. Dementsprechend haben wir diese beiden Optionen hier geschaffen. Ja, und das Geräusch, als würde man an fließendem Wasser, an einem Bach stehen, Luftfeuchtigkeit, angenehme Temperatur, also das lädt hier zum Wohlfühlen ein, ne? Genau, Regeneration hat ja insgesamt auch was mit Wohlfühlen zu tun. Das bedeutet, dass ich mich auch schneller erhole, wenn ich mich auch mental gut regeneriere. Und dementsprechend versuchen wir auch ein Ambiente zu schaffen, was dem förderlich ist mit der gesamten Atmosphäre und Geräuschkulisse. Bruno, das ist so einladend hier. Wäre das okay, wenn wir vielleicht mal hier Platz nehmen? Sehr gerne. Ermüdungsbecken, ein Kältebecken. Für welchen Fall sind die Becken jeweils gedacht? Wie gesagt, einmal für den individuellen Fall, was dem Spieler erstmal individuell gut tut. Mhm. Auf der anderen Seite ist das Kältebecken eher dazu da, um teilweise auch Entzündungen zu hemmen nach hohen Belastungen, dass das der Regeneration förderlich oder zuträglich sein kann. Und das Wärmebecken öffnet eher die Blutgefäße, wo dann etwas mehr Blut reinfließen kann. Oftmals wird es auch in der Verwendung gemeinsam genutzt. Das heißt, wir nennen das Kontrastmethode, dass man erst ins Kältebecken geht, dann eben ins Warme, sodass erstmal die Gefäße geschlossen werden in dem Kalten, um danach wieder stärker geöffnet zu werden in dem Warmen. Und das macht man dann abwechselnd, ähnlich einer Wechseldusche. Das Kältebecken, wie kalt ist das? Das Kältebecken ist automatisch einstellbar und wir versuchen das dann immer im Bereich um die 10 bis 12 Grad zu halten. Warst du schon mal drin? Ich war schon mal drin, ja. Ja, und wie kalt ist das? Also fühlt sich's an? 10, 12 Grad klingt erstmal nicht ganz so schlimm, aber es ist wirklich sehr, sehr kalt. Aber dieser Effekt ist auch notwendig, wenn man um die ganzen Prozesse im Körper dann auch durchlaufen zu lassen. Ein mutiger Reporter probiert sowas natürlich sofort aus. Ich bin aber nicht mutig, deswegen lasse ich es einfach. Ja. Deine Entscheidung. Aber das, was du schon mehrfach angesprochen hast, wir sehen jetzt hier auch eine Sauna, ein Dampfbad ist da. Man darf diesen Faktor des Wohlfühlens in der Regeneration nicht unterschätzen. Ne? Also abgesehen von diesen Gegebenheiten hier. Man muss schon dafür sorgen, dass ein Leistungssportler sich insgesamt wohlfühlt. Ja, dementsprechend schaffen wir auch verschiedene Optionen, dass jeder individuell sich auch in dem Rahmen wohlfühlen kann. Selbst wissenschaftliche Erkenntnisse zuletzt haben das bestätigt, dass die zwei Faktoren, über die wir schon gesprochen haben, die sind unbestritten Ernährung und Schlaf. Alle anderen Punkte sind sehr, sehr individuell. Das heißt, auch wir versuchen dann dem Rechnung zu tragen, dass wir ein großes Angebot schaffen und dann jeder Spieler sich für sich selbst individuell die beste mögliche Regenerationsstrategie zusammenlegen kann. So, vom Bereich Fitness, Athletik gehen wir jetzt mal in den Bereich Medizin. Bin wirklich mal gespannt, was es hier alles zu sehen gibt. Zeigen wir jetzt das alles Dr. Thomas Hauser. Den dürfen wir jetzt mal besuchen. Er ist gerade in der Besprechung, habe ich mir sagen lassen, aber wir sind angemeldet und dürfen mal kurz reinschauen. Und bezogen auf den Schlaf, schlafen die Spieler tatsächlich besser? Kann man das von denen erfragen? Wie fühlen die sich denn danach? Also wirklich, ich fühle mich gestresst. Das geht. Dr. Hauser spricht gerade mit seinem Kollegen von RB Leipzig. Es geht um das Thema Schlaf. Wie am Ende Yoga machen. Oder die von mir aus 30 Minuten sich ins Kältebecken reinstellen und dann da die Atmung kontrollieren. Das ist mir alles egal, weil ich das Gefühl habe, dass sie halt irgendwas machen, um in dem Bereich irgendwie das Nervensystem zu agieren. Die Akzeptanz ist ja ganz anders. Wäre das auch was für Jugendspieler oder primär doch für den Erwachsenenbereich? Also tatsächlich würde ich jetzt keinen Grund wissen, warum das nicht für den Jugendbereich genauso einsetzbar wäre. Also ich finde ja immer,
Das ist ja wieder eine ganz philosophische Frage. Wann fängt der Bereich an, wo ich optimieren sollte? Und da würde ich wahrscheinlich sagen, so ab 15 ist es auf jeden Fall was, was ich auch einem Jugendspieler empfehlen würde und auch angedeihen lassen würde. Ob ich jetzt einem 14-Jährigen oder einem 13-Jährigen sowas unbedingt an die Hand geben muss, ja, das ist ja, also ob der nicht vielleicht gerade eben noch den spielerischen Zugang zum Sport behalten soll und es nicht zu professionell betrachten sollte. Aber grundsätzlich gibt es weder nach unten hin noch nach oben hin, außer man hat eine Krebserkrankung, irgendeine wirkliche Kontraindikation. Geben die Spieler auch Nachteile an, dass sie sagen, lass mir die mal wieder in Ruhe. Schlecht oder sie fühlen sich nicht so gut? Ist alles durchweg positiv? Ja, also ich habe es noch nie gehabt, dass sie was Negatives gesagt haben. Thomas, das klang sehr interessant, was wir da sehen durften. Ne? Das war dein Kollege von RB Leipzig und die hatte das Thema Schlaf, das wir auch mit der Abteilung Fitness schon mal besprochen haben. Genau. Wichtiges Thema in diesen Tagen. Genau, Regeneration allgemein ist eine der wesentlichsten Themen. Der Spielkalender ist ganz eng. Die Spieler, Spielerinnen müssen sich sehr, sehr schnell regenerieren, erholen. Und Schlaf ist eine der wesentlichsten Methoden, mit denen wir uns beschäftigen. Methode ist der falsche Begriff. Wir alle schlafen tagtäglich, um uns zu erholen. Und wir tauschen uns mit den Vereinen sehr, sehr intensiv aus, wie das bei den Vereinen funktioniert, welche Maßnahmen sie durchführen, um den Schlaf zu verbessern, aber auch andere Regenerationsmethoden. Und damit zeigen wir, dass wir wieder im Austausch stehen, dass wir sehr, sehr intensiv mit den Kollegen sprechen und einfach Themen weiterbringen, immer im Sinne der Spielerinnen und des Spielers. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was hat der Kollege auch an Fragen gestellt? Was wollte er wissen? Was war für ihn so das wichtigste Thema in Bezug auf Schlaf? Ja, es ging um die Frage des sogenannten intermittierenden Hypoxietrainings. Das ist der Fachbegriff. Hypoxie kennen vielleicht viele, die wandern gehen, die Bergsteigen gehen, wenn sozusagen der Sauerstoff geringer wird, je höher man in den Bergen kommt. Und das kann man als Methode auch einsetzen und damit beschäftigen wir uns, ob sozusagen eine Hypoxie dazu führt, dass man besser schläft, dass man sich schneller, besser erholt. Das sind Ansätze. Du fragst nach ganz konkreten Themen oder Fragen jetzt aus Leipzig, die gab es an der Stelle nicht. Wir tauschen uns aus. Welche Erfahrungen macht ihr? Positive, negative? Und somit können wir das Wissen wieder teilen, auch für unsere Spieler mitnehmen und gemeinsam unsere Nationalspieler und Spielerinnen weiterentwickeln. Und das ist jetzt auch keine außergewöhnliche Sache, was wir da gesehen haben. Das findet auf einer sehr regelmäßigen Basis statt. Also ihr trefft euch nicht nur alle paar, vier, fünf Wochen mal virtuell, sondern es ist ein Teil eurer regelmäßigen Arbeit, sich mit den Kollegen vor Ort auszutauschen. Exakt, exakt. Ich habe das Glück, hier beim DFB mit etwa 50 Ärzten arbeiten zu dürfen, die an den Nationalmannschaften arbeiten, die hier im Zentrum, im medizinischen Zentrum, im Universitätsklinikum arbeiten. Und alle Ärzte, Mannschaftsärzte stehen natürlich mit den Ärzten bei den Vereinen in einem sehr, sehr engen Austausch. Ich mache das aus meiner Position und Funktion genauso, weil es wichtig ist, dass wir gemeinsam dieses Netzwerk, diese Austauschplattform bieten und das Wissen gemeinsam tatsächlich teilen. Sehr, sehr interessant. Du hast uns dankenswerterweise versprochen, uns ein bisschen was zu zeigen vom medizinischen Gerne. Zentrum. Ja, was habt ihr denn so zu bieten hier? Ja, ich glaube, wir haben eine kleine und feine Einheit hier aufgebaut. Wenn wir durch die Räumlichkeiten hier gehen, sehen wir ganz normale Büroeinheiten, wo Projekte entwickelt werden. Hier beispielsweise ein Workshop zum Notfallmanagement, wie man reagiert, wenn ein Spieler auf dem Platz kollabiert, Thema plötzlicher Herztod. Das entwickeln wir hier im medizinischen Zentrum gemeinsam mit unseren Ärzten, die hier vor Ort sind. Wir haben ganz klassische Untersuchungsräume, die jeder von seinem eigenen Hausarzt kennt, mit einer Liege, mit Notfallmedikamenten, die wir hier in diesen Räumlichkeiten vorhalten. Und für uns ist immer wieder wichtig zu zeigen, dass wir in diesen Räumlichkeiten tatsächlich eine Behandlung, eine ganz normale medizinische Behandlung durchführen können. Wichtig für uns ist immer wieder die Kooperation mit dem Universitätsklinikum hier in Frankfurt. Wenn es also ganz schnelle Termine für ein MRT beispielsweise benötigt werden, dann haben wir dort Zugang, wir bekommen ärztlichen Dienst, das heißt Ärzte, die hier vor Ort uns unterstützen, aber eben auch in Forschungsprojekten oder in Bildungsprogrammen, in Workshops dort mit aktiv arbeiten.
Sieht aus wie so eine Praxis vom Hausarzt irgendwie. Also muss man sich das auch so vorstellen, wenn jetzt mal jemand reinkommt, man misst erstmal Blutdruck, man hört mal die Lunge ab. Vielleicht legt man hier auch schon mal einen ersten Verband an, wenn eine Verletzung vonstatten geht und sieht dann weiter, was noch erforderlich war. Exakt, also das ist das, was man hier machen kann, Blutdruck messen. Ne? Wir haben eine Ohrentzündung, sodass man ins Ohr reinschauen kann. Man kann Blut abnehmen. Also tatsächlich, wie du es vollkommen richtig sagst, das, was man beim Hausarzt eigentlich bekommt. Wir führen hier unsere ganz klassischen medizinischen Checks bei den Nationalspielerinnen durch. Das alles aus einer Hand, was natürlich auch ein Qualitätsstandard ist. Und ja, damit sind wir in so einem ganz klassischen ärztlichen Untersuchungsraum, den wir jetzt zur Verfügung stellen können. Die Krücken stehen auch schon bereit hier, die Gehhilfen. Hoffen wir einfach mal, dass sie so selten wie möglich gebraucht werden. Ja. Exakt, ich glaube, das ist der Medizin eigen, dass wir uns auf viele Dinge vorbereiten, die hoffentlich nie eintreten. Aber wir können schon sagen, dass wir auch jetzt hier auf dem Campus, seitdem die Nationalmannschaften regelmäßig da sind, dass Schiedsrichterlehrgänge da sind, Trainerlehrgänge, also eine große Anzahl an Fußballern, an Sportlern hier sind, dass der Bedarf an medizinischer Betreuung wächst. Dann bin ich mal gespannt, was ihr noch habt. Ne? Ergometrie habe ich gelesen. Thomas, ein junger Mann mit Maske auf dem Laufband. Was genau passiert hier? Wir führen hier verschiedene Belastungstests durch. Mit Spielerinnen der Nationalmannschaften, auch Spielern können wir das anbieten, um ganz einfach sicherzustellen, dass die Spieler und Spielerinnen gesund sind. Klassischer Fall wäre vielleicht so eine Infektion gehabt, Erkältung gehabt, noch nicht ganz fit und man will jetzt einfach mal schauen, wie weit ist der Spieler oder die Spielerin? Genau. Uns ist es ja wichtig, bevor man Leistung erbringen kann, müssen wir sicherstellen, dass alle gesund sind. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System belastungsfähig ist und genau das können wir hier abtesten. Ihr verschreibt euch ja auch dem Vorhaben, Erkenntnisse, Forschungsergebnisse auch im Austausch mit anderen Institutionen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Kannst du uns so eine Idee davon geben, was ist gerade ganz besonders interessant, etwas, womit sich die Fußballmedizin beschäftigt? Ich glaube, da könnten wir ganz, ganz viele Stunden miteinander verbringen. Ein ganz wichtiges Thema schon seit vielen Jahren, was wir als Akademie wieder aufgenommen haben, ist die Vorbeugung von Knie- bzw. Kreuzbandverletzungen im weiblichen Bereich, um möglichst diese Knie und diese schwierigen Verletzungen im Bereich der Nationalmannschaften zu minimieren. Das ist eines der wesentlichsten Aspekte, wo wir das gesamte wissenschaftliche Wissen weltweit, aber auch Erfahrungswissen von ganz erfahrenen Medizinern, von Physiotherapeuten, auch von Spielerinnen, die das mal erlitten haben und den Reha-Prozess durchlaufen haben, zusammenfügen, um damit eine Quintessenz sozusagen zu erarbeiten und in praktische Empfehlungen für die Spielerinnen umzusetzen. Und das Ganze macht ihr auch nicht alleine, ihr seid vernetzt mit anderen Institutionen, mit Universitäten. Ne? Ja. Ihr seid auch immer regelmäßig, haben wir ja gesehen, im Austausch mit Clubs. Genau. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr hier einen Alleingang macht, sondern letztendlich die Arbeit der Akademie ist die Arbeit von vielen. Genau. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir als Akademie eine Art Netzwerk- und Austauschplattform sind. Wir stehen mit den Bundesliga-Vereinen im männlichen wie weiblichen Bereich in engen Austausch. Zum anderen aber auch mit vielen Universitäten, die sich auf diese verschiedenen Themenfelder spezialisiert haben. Und damit sind wir so eine Art Hub, die verschiedenen Experten, aber auch schlussendlich die Anwender, die Trainer, die Trainerinnen, die Spieler, Spielerinnen, die Ärzte, die Physios zusammenbringen, um aus dem Wissen schlussendlich auch was Praktikables herauszuholen. Und diese Hub-Form, diese Austauschplattform, das ist für uns eigentlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und deswegen ist es uns wichtig, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinen, mit Forschungsinstitutionen sehr eng zusammenzuarbeiten. Wir waren ja vorhin bei Chrono in der Abteilung. Wie muss man sich eure Verflechtung vorstellen? Ihr seid ja unter demselben Dach. Wo hört eure Arbeit auf und wo fängt dann die von Krone und Nick an? Also das gängige Beispiel ist tatsächlich, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Gesundheit der Spieler gewährleistet ist. Wohingegen die Kollegen aus dem Athletikbereich, Krone und Nick, für den Athletik-, für den Fitnessbereich, auch stark für den Regenerations- und Erholungsbereich zuständig sind. Und das sind natürlich Schnittbereiche, wo wir uns sehr, sehr eng austauschen. Und ich glaube, diese Verflechtung miteinander, dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, das ist die Zukunft nicht nur im DFB, sondern sicherlich auch bei vielen Vereinen, um somit das Wissen zu bündeln und schlussendlich anzuwenden. Eine Frage würde mich da noch sehr interessieren. Auch mit Krono schon drüber gesprochen. Die Belastung,
der Spitzensportler, gerade im Fußball, mit englischen Wochen, mit diversen Wettbewerben, jetzt noch in der WM, in völlig anderen klimatischen Bedingungen im Winter, sind wir an einer Grenze angelangt, wo man sagen muss, okay, hier quetschen wir wirklich alles aus dem menschlichen Körper raus? Oder gibt es Ansätze in der Medizin, in der Forschung, wo man sagen kann, wir haben vielleicht sogar Luft nach oben, es geht noch ein bisschen mehr, wenn auch nicht viel? Das ist die gängige Frage nach dem letzten 1%. Mhm. Wo können wir das rausholen? Ich denke, dass wir dort aufgrund des sehr, sehr engen Spielkalenders und der wiederholten Belastung schon an einer gewissen Grenze sind. Sicherlich wird man an der einen oder anderen Stelle immer noch individuell optimieren können, was aber immer damit zusammenhängt, wie viel Zeit der Trainer schlussendlich tatsächlich zur Verfügung hat, auch bestimmte Trainingseinheiten durchführen zu können. Denn aus einer medizinischen Perspektive kann man sagen, dass ich einen Organismus trainieren kann und da braucht eine gewisse Zeit, um sich an eine neue Belastung anzupassen. Und diese Zeit muss ich ihm geben aus biologischen, naturgesetzlichen Gründen. Da können wir alle nichts machen. Und wenn ich da natürlich künstlich reinhaue und sage, ne, dazwischen kommt eine hohe Belastung, weil ein Spiel ist, wird es dann schon schwer. Aber ich denke, der Regenerationsbereich, sich möglichst schnell und gut erholen zu können, wird auch in den nächsten Jahren sehr dominant sein. Thomas, sehr viele interessante Eindrücke. Und bei mir ist so das Gefühl übrig geblieben, so viel auch gemacht und geforscht wird. Manchmal sind die Dinge ganz einfach, ne? Also sehr wichtig ist zum Beispiel guter Schlaf und langer Schlaf, ne? Wie ist dein Eindruck? Das ist vollkommen richtig. Manchmal ist weniger mehr. Das verfolgen wir auch in der Medizin, bei aller Forschung. Am Ende müssen wir das auf den Platz bringen, an die Spielerinnen, an den Spieler. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, lieber weniger, dafür aber richtig zu machen. Finde ich auch etwas, was man sehr, sehr gut in den Alltag so ziemlich auf alles beziehen kann. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen. Das war's mit Folge 2. Bis zum nächsten Mal.